Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu Rotary TV. Wir haben heute einen besonderen Gast bei uns, und zwar den Präsidenten des Rotary Clubs Linz Altstadt, Herrn Dalibor Truhlar, falls ich das korrekt ausspreche. Genau. Schön, dass Sie da sind. Sie sind seit 1. Juli 2019 Präsident und bleiben es noch bis 30. Juni 2020. Normalerweise findet da in der letzten Woche das sogenannte Übergabemeeting statt, das jetzt aber wegen der Corona-Krise nicht stattfinden kann. Sie haben deshalb jetzt bei uns die Möglichkeit zu einer Aussprache statt einer Ansprache, um sich an Ihre Freunde zu wenden. Und ich bedanke mich für diese Möglichkeit bei mir. Gern. Wie war denn dieses Jahr für Sie? Ist alles nach Plan gelaufen? Naja, wir wollten heuer etwas anderes machen und das ist uns sicher gelungen. Zuerst war ich krank, dann die ganze Menschheit. Dazwischen hatten wir ein paar ausgefallene Meetings. Also ich meine, die waren wirklich ausgefallen, die sind nicht ausgefallen. Zum Schluss mussten wir dann unsere Meetings sogar als Online-Meetings veranstalten. Also ja, es ist wirklich etwas anderes geworden. Allerdings anders als geplant. Sie hatten viele Rotarier und Rotarakter bei Ihnen zu Vorträgen, Freunde von Interact und Rotex. Bei Ihrem Wandermeeting kamen sogar über 10 unterschiedliche Clubs zusammen, auch beim Sommerfest, Adventmeeting, dann diesem lustigen Faschingsdingsbums und so weiter, zumindest soweit ich informiert bin. Korrekt? Genau, unser Jahresmotto lautete ja Rotary connects Rotary. Wir wollten uns also mit der gesamten rotarischen Familie verbinden. Angelehnt war das übrigens an das Jahresmotto des Präsidenten von Rotary International, Rotary connects the world. Allerdings auf unsere Bedürfnisse adaptiert, so wie es sich gehört. Ich habe mir gedacht, bei aller Liebe, aber die ganze Welt verbinden werden wir von Linz aus sicher nicht. Allerdings ist uns gerade das letztlich doch gelungen. Bei einem unserer Online-Meetings hatten wir Gäste aus über 26 Ländern, bitte. Ein absoluter Rekord. Mit diesen Online-Meetings haben Sie ja wegen der Corona-Krise begonnen, korrekt? Genau, es konnten ja keine Veranstaltungen stattfinden. Wir mussten zu Hause bleiben, also machten wir aus der Not eine Tugend und führten diese Videokonferenzen ein. Das hört sich nach einem großen Schritt an. Sie haben aber auch einen großen Sprung nach vorn gemacht, und zwar im Bereich soziale Medien. Ist das korrekt? Genau, wir waren 2010 die Ersten auf Facebook und wir sind heute der erste Rotary Club im gesamten deutschsprachigen Raum und mit ziemlicher Sicherheit weit darüber hinaus, der auf 7 bzw. 6 der führenden Social Media Kanälen präsent ist, also Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube, Xing und früher auch Google Plus, und der über die Cloud arbeitet, also absolute Vorreiter international. Das hört sich nach Arbeit an. Genau, ich muss zugeben, ich habe mich vor der Präsidentschaft ein wenig gefürchtet, dass es viel Arbeit werden würde. Ich darf aber versichern, es war noch viel mehr Arbeit. Es ist wirklich unglaublich, jeden Tag in der Früh 10 bis 20 rotarische E-Mails. Man muss zwar nicht jede E-Mail beantworten, aber man muss sich alle anschauen, manche auch bearbeiten, zusätzlich alles planen und im Kopf behalten und so weiter. Ich glaube, wenn man es ernst nimmt, ist es Arbeit. Und 90% dieser Arbeit passieren hinter den Kulissen. Gerade deshalb bin ich den Freunden aus dem Team so dankbar, dass sie das so auf die Beine gestellt haben. Gleichzeitig kann ich nur sagen, ich bewundere alle Past-Präsidenten. Aber Sie werden doch auch bald einer, korrekt? Genau, das war der Witz. Ah. Sie wollten sich also darüber beschweren, dass Sie es so schwer hatten. Nein, im Gegenteil. Ganz ehrlich, gerade diese Arbeit ist ja das Schöne an Rotary und macht Rotary so befriedigend und lohnenswert. Ich habe das Gefühl, ich bin erst heuer, nach 13 Jahren, wirklich Rotarier geworden, weil ich erst heuer meine Freunde wirklich kennenlernen konnte. Ich hatte Kontakt mit den einzelnen Freunden, die haben mich angerufen, beispielsweise, wie ich im Krankenhaus war, mir geschrieben, wir haben uns unterhalten. Ich konnte hinter die Fassade blicken. Und wir haben da Freunde im Club, das sind wahre Helden. Denen geht es nicht besonders gut. Und trotzdem kommen sie mit Freude in den Club. Andere haben Schwierigkeiten hier und da und halten einem trotzdem die Stange.
Und so viele engagieren sich, ob mit persönlichem oder mit finanziellem Einsatz, ohne dass andere etwas davon mitkriegen. Es ist eine Freude, solche Freunde zu haben. Ja, Sie müssen mich jetzt nicht beeindrucken, aber wie geht es jetzt eigentlich weiter? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, mir wird erst einmal unglaublich langweilig. Vor einem Jahr wusste ich noch nicht, wie es geht, Präsident sein. Jetzt habe ich es gelernt und schon muss ich abdanken. Dann ist es ja also gar keine Dankesrede, sondern eine Abdankesrede, korrekt? Genau. Jetzt kommt ein neuer Präsident mit einem neuen Team. Und zwar Markus Liebel wird der neue Präsident. Und das ist auch das Schönste an Rotary, dass Markus Liebel Präsident wird. Dass es Abwechslung gibt, das ist das Schönste an Rotary. Wir heißen Rotary, weil bei uns die Ämter und die Funktionen jedes Jahr rotieren. Und das ist gut so. Denn egal wie gut oder schlecht oder durchschnittlich ein Jahr ist, Geschmäcker sind unterschiedlich. Genau. Hauptsache, es kommt etwas Neues. Und deshalb möchten Sie sich auch bei den Freunden aus Ihrem Team bedanken, die dieses Jahr zu etwas Besonderem gemacht haben. Korrekt? Korrekt. Ich meine, genau. Wir haben da etwas vorbereitet. Vielleicht schauen wir es uns an und Sie kommentieren es. Ja, also das ist unser Vizepräsident Raimund Lefender. Sympathischer Mann. Ja, Raimund ist klasse. Als ich ihn gefragt habe, ob er Vizepräsident wird und mich manchmal auch vertreten kann, weil ich es beruflich zu den Mittagsmeetings nicht immer schaffe, sagte er, er würde zu dieser Zeit wahrscheinlich selbst nicht so viel Zeit haben und der Vizepräsident sollte ohnehin mehr eine Art Mentor sein. Ich habe mir damals gedacht, ja sicher, ich brauche noch einen Mentor. Ich kann aber nur sagen, Raimund war mir Mentor vom ersten Augenblick an und ich habe ihn gebraucht. Ich habe ihn jede Woche mehrere Male angerufen, nur um nach seiner Meinung zu fragen, seiner Beurteilung. Seine Meinung war mir Gold wert. Er hat mich letztlich auch 2 Monate lang vertreten, bitte, wie ich im Krankenhaus lag, die Clubreise organisiert und so viel mehr. Ich habe mir schon gedacht, dass Sie nicht der Typ sind, der etwas alleine schafft. Da haben wir dann noch jemanden, einen sehr fotogenen Burschen, muss man sagen. Das ist unser Vortragsmeister Christian Geißler. Er war übrigens der Erste, den ich gefragt habe, weil ich jemanden brauchte, der das ja vorplant. Er hat mich damals in seinem Büro gefragt, was ein Vortragsmeister genau macht. Und ich antwortete ihm, dass ich nicht mal weiß, was ein Präsident so genau macht. Gehen wir es gemeinsam an und schauen wir, dass wir das Beste draus machen. Am Anfang war es übrigens nicht ganz einfach mit den ganzen Terminen. Wir hatten da unsere, wie Christian es nennt, unsere Learnings. Aber wir haben dazu gelernt und es letztlich super hingekriegt. Ich glaube auch, dass Christian selbst dadurch mehr Rotarier wurde und das ist das, worum es geht. Und dieser starke Typ hier, das ist der Clubmeister, korrekt? Genau, das ist unser Reinhold Haas, unser Haki. Ein echter Profi, wenn es um Organisation geht. Wirklich unglaublich, wie er alles checkt. Wenn man ihn nach etwas fragt, um etwas bittet, ist es noch am gleichen Tag erledigt. Er kümmert sich auch um alles und auf ihn ist wirklich Verlass. Schön, dann haben wir hier noch die drei Sekretäre. Das ist Patrick Pammer, falls ich mich nicht irre. Korrekt? Genau, das ist unser Patrick. Patrick war unser erster Sekretär und dafür verantwortlich, dass alle Präsenzen festgehalten und dazu Wochenberichte mit übrigens wirklich Tiefe geschrieben werden. Wenn es das nicht gäbe, wüsste die Nachwelt gar nicht, dass etwas stattgefunden hat und wer dabei war. Dabei hatte gerade er es heuer ein wenig anstrengend, auch beruflich, herausfordernd, aber er hat die Sache wirklich toll hingekriegt. Und das ist unser zweiter Sekretär, Michael Havel. Ich habe Michael gleich bei seinem allerersten Meeting bei uns im Club gefragt, ob er Sekretär wird. Und normalerweise tun da die Gefragten immer so, als würde gerade ihr Handy läuten. Gehen ran und dann heißt es, Entschuldigung, Notfall, ich komme in einem Monat wieder. Aber Michael sah mich an, seine Augen leuchteten auf und er sagte, sehr gern, das wäre mir eine Ehre. Ich meine, der Mann hat Ehre gesagt. Das ist der Stoff, aus dem Rotarier sind. Respekt! Und dieser smarte Gentleman hier, eine Art Kapitän von der Erscheinung her, das ist unser dritter Sekretär, Martin Ertl, ein Vollblut-Rotarier. Obwohl ich erinnere mich noch an die Zeit, als er aus beruflichen Gründen nicht wirklich bei jedem Meeting dabei sein konnte. Dann wurde er einmal Sekretär, dann wieder, dann wieder, dann wieder.
Wenn Martin einen Wochenbericht schreibt, ist er normalerweise versendet, noch bevor das Meeting offiziell geschlossen werden konnte. Einfach ein Wahnsinn. Und dieser junge Herr sieht selbst irgendwie präsidentiell aus? Das ist unser Schatzmeister, Ernst Marschner. Er ist heuer in dieser Funktion eingesprungen und wurde gewissermaßen ins kalte Wasser geworfen, aber er ist ein rotarischer Schwimmer durch und durch. Er war zusätzlich auch noch für die Foundation verantwortlich und ja, er ist Past President. Er hat mich also seinerzeit gefragt, ob ich sein Nachfolger wäre. Ich bin ihm dafür sehr dankbar und ich kann nur hoffen, dass ich der Verantwortung und dem Auftrag auch gerecht geworden bin. Dann haben wir hier, das ist unser Alois Froschauer. Ali ist schon seit Jahren bei uns für den Sozialdienst verantwortlich und das, was er hier macht, ist wirklich wichtig. Er kümmert sich um die Menschen bei uns vor Ort, denen es nicht gut geht und die unsere Hilfe bedürfen. Und er tut es übrigens auf eine sehr gewissenhafte Weise. Er prüft immer die einzelnen Fälle, damit wirklich alles passt. Abgesehen davon ist er berühmt für seine Präsenz. Ich glaube, sie liegt bei durchschnittlich 800 bis 900%. Und dieser junge Mann? Das ist Ludwig Neuner. Und ja, man merkt das schon am jugendlichen Lächeln, für den Jugenddienst verantwortlich. Der spielt übrigens eine große Rolle, gerade bei Rotary. Wir haben ja das größte private Jugendaustauschprogramm der Welt. Und Luki kümmert sich hier seit Jahren um alles und es ist einiges an Arbeit und Verantwortung. So, das ist jetzt der Verantwortliche für den Jagddienst, für den Berufsdienst, unser Christopher Böck. Ein Mann der Tat. In der Tat, ja. Christopher ist immer gut drauf, hat immer einen kräftigen Händedruck und er kümmert sich um die Berufsklassifikationen und um Jugendliche auf dem Weg ins Berufsleben. Dann haben wir hier auch einen Präsidenten, oder? Das ist Kurt Kaun, verantwortlich für den Clubdienst. Er hält also den Kontakt zu jenen Freunden, wo der Kontakt nicht ganz funktioniert. Kurt ist eine wichtige Stimme der Vernunft, ich würde sagen der konstruktiven Vernunft, ja, sehr behilflich bei allem. Und hier, ein bekanntes Gesicht. Das ist Reinhard Waldenberger, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit und wer weiß, bald vielleicht auch für mehr. Reinhard ist einfach ein Mensch, das muss man so sagen. Er ist sehr menschlich in allem, was er tut und sehr freundschaftlich. Und hier ist, ja, und das ist unser erster Rechnungsprüfer, Gerd Weidinger, ein toller Freund. Und dann haben wir noch unseren zweiten Rechnungsprüfer, da ist er, Andreas Gibus, auch ein super Freund. Das sind ja unglaubliche Persönlichkeiten. Ja, genau, ich wundere mich manchmal auch, warum man mich genommen hat. Zum Schluss darf ich mich noch bei jemandem bedanken. Noch jemandem? Sagen Sie mal, wie viele Leute haben Sie denn im Club? 87. Aber diese Persönlichkeit ist eigentlich kein Mitglied unseres Clubs, zugleich jemand, ohne den wir wahrscheinlich gar nicht überleben würden. Zumindest nicht in so einer schönen Form. Und zwar unsere Uschi Watzek. Uschi kümmert sich um alles, von E-Mails bis zu den Terminen und sie hat auch den besten Überblick. Jeder, der Präsident oder Sekretär wird, wird es, weil Uschi da ist. Ich bedanke mich deshalb bei ihr und ich entschuldige mich auch bei ihr, weil ich glaube, gerade ich habe ihr gerade heuer sehr viel Arbeit bereitet. Präsidenten kommen und gehen. Uschi bleibt bestehen. Ich merke, bei Ihnen kommt das von Herzen. Augenblick bitte. Ja? Okay, ja, danke. Eine Anweisung von der Regie. Möchten Sie vielleicht ein paar persönliche Worte direkt an Ihre Freunde richten? Sehr gern. Dann bitte schön direkt in die Kamera. Liebe Freunde, danke. Danke, dass ich Präsident sein durfte. Es war eine großartige Erfahrung, und zwar wegen euch, weil ihr großartig seid, weil ihr großartige Freunde seid und wir ein großartiger Club sind. Wir sind der offenste, der sympathischste und der freundlichste Club, den ich kenne. Dank euch. Und dafür danke ich euch. Und ich danke Ihnen, dass Sie sich selbst interviewt haben. Ebenso danke ich allen unseren Zuseherinnen und Zusehern dafür, dass Sie noch nicht eingeschlafen sind. Ich hoffe, es hat Ihnen gut gefallen. Freuen Sie sich auf das nächste Jahr. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, wenn wir uns wiedersehen, beziehungsweise wenn Sie mich wiedersehen. In diesem Sinne, bis bald. Entschuldigung.
Bleiben Sie bitte noch ein bisschen dran. Es folgt unsere Dankeswerbung. Das haben Sie ja wunderbar gemacht. Oder darf ich du sagen? Sie können auch ich sagen, wenn Sie möchten. Ist das übrigens eine Präsidentenkette? Das ist eine Präsidentenkette. Darf ich die mal ausprobieren? Ja, sehr gern, natürlich. Bitte schön. Oh, wunderbar. Jetzt fühle ich mich selbst wie ein Präsident. Ich glaube, ich habe ein Problem mit meiner Persönlichkeit? Das ist ein Wahnsinn!